Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Wir machen mal wieder eine Vintage-Karte, da werde ich auch immer wieder mal in den Kommentaren danach gefragt. Diese hier ist inspiriert von einer Karte, die ich schon mal gemacht habe und die wiederum ist inspiriert von einem anderen YouTube-Kanal. Ich verlinke dir mal ganz unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Kanal, der schon sehr lange keine Videos mehr produziert und den habe ich damals geguckt und ich habe mal geschaut, dieses Video ist jetzt 8 Jahre her und das kommt mir vor wie gestern, dass das rausgekommen ist. Das ist total verrückt. Naja, also nichtsdestotrotz, wir basteln heute diese Variante, eine Vintage-Karte. Das ist ein Layout, das ich für Vintage-Karten sehr mag. Es muss übrigens nicht Vintage sein, also hier ist mal die gleiche Variante in Silber. Die zeige ich am Ende auch nochmal, für die Leute, die jetzt nicht so die Vintage-Freaks unter uns sind. Aber ich dachte mal, ich zeige mal so ein bisschen, was man machen kann, weil wir haben da gerade ein ganz cooles Set mit, was sich dafür sehr eignet. Okay, jo, los geht's. Wir fangen an mit der Kartenauflage oben. Die ist ein kleines bisschen kürzer. Wir haben hier eine Kartenbasis, die hat die Standardmaße erste Kartenauflage. Und dieses hier ist 3 mm kleiner als eine erste Kartenauflage. Das bedeutet, die ist nicht 10x14, dieses hier ist 10x14, dieses hier ist dann 9,7x13,7. So, außerdem habe ich nun einen Streifen 2,5 cm und in der Breite 10x14, also ein Tick länger als das hier. Und da wird unser Band draus gemacht. Ich schnapp mir mal was zum Unterlegen. Lieber so rum, sonst schmier ich mir die Löcher auf meine Unterlage. Und dann fangen wir hier an, rum zu schmieren. Ich benutze gerne Schwämme dafür, wie ihr vielleicht wisst aus meinen Vintage-Videos, weil die eine grobere Textur haben und man sieht da manchmal so noch ein paar Streifen. Für Vintage gefällt mir das ganz gut. Wenn ihr es eher glatter haben wollt, also gleichmäßiger, dann könnt ihr auch die Blending-Pinsel nehmen, was auch immer euch lieber ist. Ich fange an mit Savanne. Und dann blende ich einfach mal über dieses ganze Papier drüber. Und ihr seht, diese gröberen Dinger hier, die bekommt man eben, wenn man mit den Schwämmen arbeitet. Und die mag ich ganz gern für Vintage. Die Pinsel machen das nicht. So, nicht immer nur in die Mitte tippen, sonst wird es in der Mitte so hell. Ich habe eigentlich auch extra Vintage-Stempelkissen, nur um da diese Farbe rauszunehmen zum Spongen. Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht, die zu benutzen. Das mache ich dann eher bei etwas größeren Projekten noch. Man hätte hier auch von vornherein übrigens mit Vanille anfangen können, dann gibt es ein bisschen einen wärmeren Unterton. Das mag ich normalerweise lieber, aber auf Vanille, wenn man dort stempelt, dann werden die Farben manchmal ein kleines bisschen anders und ein kleines bisschen verfärbt. Was uns hier entgegenkommen würde, weil wir haben hier einen sehr hellen, warmen Ton, der trägt davon keinen Schaden, und ein etwas kühleres Blau, was aber so einen grünlichen Unterstich hat. Und wenn das ein Tick wärmer wird, wird es eher grünlicher und passt zum Rest des Gestrüpps. Das wäre hier also überhaupt nicht schlimm, auf Vanille zu arbeiten. Aber das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, als die Farbkombi schon fertig war. Und ich habe jetzt für dieses Video ein, zwei Sachen vorbereitet und dann passt es am Ende nicht mehr zusammen und das wäre doof. Deswegen fangt gerne mit Vanille an, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht auf Weiß starten. Dann sieht man, wenn man kleine Lücken hat, auch nicht so viel leer durch. Also ich gehe hier wirklich gleichmäßig drüber und gucke, dass nirgends mehr weiß ist. Sonst macht das die Illusion so ein bisschen kaputt. So, also hier Savanne können wir mal kurz noch draußen lassen. Als nächstes kommt Pekanuss. Pekanuss mache ich nur so ein bisschen um den Rand, weil wir wollen jetzt so ein bisschen eine Vignette einarbeiten, also dass es außen dunkler wird. Und dann nehme ich ein bisschen von dem Pekanuss, das macht auch nochmal einen sehr, sehr warmen Unterton, weil das Pekanuss ja ein super warmes Braun ist. Ich mochte da früher Wildleder sehr gerne, das ist aber aus dem Sortiment gegangen. Wenn ihr das noch habt, könnt ihr das gerne nutzen. Das Pekanuss macht auch schöne Farben, da muss man aber nur halt ganz hauchzart sein, sonst wird mir das alles viel zu warm. So, also so ein bisschen um den Rand, dass es da eben dunkler wird. Na, aber nicht zu dicht, nicht zu doll, weil sonst wird mir das alles zu warm. Und dann nehme ich Espresso, um richtig Kontrast einzuarbeiten Richtung Rand. Also diese dunkelbraunen Ränder, die das hier jetzt gibt, das ist eins der Leitmotive, die viel auf der Karte wieder vorkommen werden. Ich gucke, dass ich das extra nicht zu weit in die Karte reinschmiere, sondern nur gegen Rand lasse. Und nachdem das sehr braun und dunkel und kalt wirkt, ist es gar nicht schlecht, dass das Pekanuss da drunter ist, um das ein bisschen aufzuwärmen. Man könnte das auch so machen. Das gibt aber nur sehr kleine, feine braune Ränder und ich möchte das Braun wirklich ein bisschen in das Projekt reinziehen. Deswegen lasse ich das lieber auf dem Boden und blende da drüber. Und dann gibt es trotzdem diesen Look, als hätte ich das so gemacht, weil sich außen ja die Tinte viel mehr fängt. Deswegen sieht man eine ganz klare braune Kante, die dann nach innen ausfadet. Wenn man
diese braune Kante kriegt man immer, wenn man so blendet, flach auf dem Papier gelegt. Wenn ihr die mal in einem Projekt habt, aber nicht wollt, dann könnt ihr einfach den Millimeter außen abschneiden. Dann müsst ihr ein bisschen größer arbeiten vorher und das dann rausschneiden, wenn ihr diese Kante nicht wollt. So, und jetzt gehe ich nochmal mit dem Pekannuss überall, wo ich denke, hier muss es noch ein bisschen weiter rein, drüber. Die Reihenfolge ist übrigens wichtig. Also man sieht nachher bei der Tinte, in welcher Reihenfolge die gelayert ist. Also hätte ich jetzt angefangen mit dem Dunkelbraun und dann die anderen oben drüber geschmiert, wäre das deutlich dezenter geworden als so rum. Ich möchte das aber so. Also da könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren. Es ist nicht so drastisch, weil sie ja nicht komplett deckend ist, aber man sieht nachher schon so ein bisschen, in welcher Reihenfolge was ist. Je nachdem, ob man eine Farbe stark oder nicht so stark haben will, kann man sie dann nach oben oder nach unten machen. So, also das ist jetzt hier die Kartenauflage. In der Mitte ist es mir noch ein bisschen arg hell, deswegen kommt da noch ein bisschen reingeschmiert. Wunderbar. Gut, das ist so basic Vintage-Hintergrund, den mache ich eigentlich immer, der gefällt mir so ganz gut. Jetzt tue ich mal das Pekannuss-Stempelkissen zur Seite. Und das Savanne eigentlich auch. Ja, räumen wir die mal komplett weg, dann ditche ich da auch nicht versehentlich rein. Die Schwämme weg, brauchen wir nachher manche davon nochmal. So, Espresso bleibt draußen. Wir benutzen jetzt das Stempelset Detailed Dogwood. Das ist gerade in der Celebration drin. Das ist eine doppelte Prämie, weil es so ein riesiges Stempelset ist. Das ist so ein ganz typisches Mixed-Media-Set. Also wir haben hier ganz typische Vintage-Motive und eben in verschiedenen Zeichenstilen. Hier ist so ein bisschen Lineart, also was ganz dezent gezeichnetes. Hier ist dann so was Stilistisches, hier ist was eher Blockhaftiges, dann noch so Texturstempel und noch so kleine Deko-Accessoires zum Dransetzen. Also so ein ganz typisches Mixed-Media-Set, wo man einfach die übereinander macht und so eine Collage quasi draus arbeitet. Und das geht natürlich in allen möglichen Farbkombinationen, wie zum Beispiel das silberne Projekt, was ich euch auch nochmal am Ende zeige. Aber ich mache damit sehr, sehr gern Vintage. Und ich habe tatsächlich heute auch alle bis auf ein Motiv davon benutzt. Wir fangen an mit dem ganz großen Stempel in Espresso. Und ich stempel den einmal so. Vielleicht wird das jetzt auch zu stark, dann hätte man es einmal abstempeln müssen. Das sehen wir dann, aber sieht ganz gut aus. Und dann nochmal hier. Ich stempel es nicht genau gleich, also einmal so, dass die Blume halb unten abgeschnitten ist und einmal so, dass der Stiel noch mit drauf ist, dann sieht es nämlich nicht genau identisch aus, obwohl es der gleiche Stempel ist. So, der kommt zur Seite. Das mache ich zu, sonst gibt es Unfälle und dann kann man einmal gucken, wie detailliert und wie schön dieser Stempel ist. Gefällt mir wirklich sehr gut. Jetzt lassen wir das ein Sekündchen trocknen und sprechen über Farben. Ich habe noch drei Farben dazu kombiniert. Und zwar Malve als Hauptfarbe. Lost Lagoon, Lagunenblau, ich kenne die Farben nur auf Englisch auswendig. Lagunenblau als Akzentfarbe und Waldmoos nur so als kleine Bonusfarbe für die Blätter. Die kommt sonst wenig vor. Und wir fangen an mit dem Malvo und dem Waldmoos und wir malen die hier aus. Ich nehme dazu einen Aquapainter. Diese normalerweise würde ich damit eher auf Aquarellpapier malen, weil alles, was irgendwie aquarellig ist oder mit viel Wasser aufgemalt wird, mag dieses dünne, gepresste Stempelpapier nicht so gern. Das quillt dann auf. Das werdet ihr merken, wenn ihr das falsch macht. Probiert es mal aus, nehmt euch mal hier so ein Schmierblatt und macht mal da ordentlich Wasser drauf. Dann werdet ihr sehen, in kürzester Zeit fängt diese Papieroberfläche an, ein bisschen kaputt zu gehen, wälzt sich so ein bisschen auf. Ja, je nachdem, wie viel ihr da drauf knallt. Das neue Grundweiß macht das weniger schlimm als das alte Flüsterweiß, aber es ist immer noch vorhanden. Deswegen habe ich direkt hier nebendran mein Aquarellhandtuch liegen und ich wische diesen Wassertankpinsel fast komplett trocken, dass wir eben sehr wenig Wasser benutzen. Das schont einfach ein bisschen das Papier. Und dann nehme ich hier mein Malve, ich drücke die Stempelkissen immer so zusammen, einmal kräftig draufdrücken, dann habe ich hier einen Klecks in der Mitte. Und dann gehe ich her mit meinem fast trockenen Aquapainter, aber ihr seht, der ist trotzdem nass, ne? Also es zieht ja auch Feuchtigkeit hinterher. Wenn ihr die Farbe ein bisschen heller haben wollt, jetzt nicht draufdrücken und Wasser reinkommen lassen, sondern lieber ein bisschen weiter über den Deckel malen, um die Farbe so ein bisschen abzustreifen. Aber wir wollen wirklich nicht zu viel Farbe reinbringen. Und dann geht man einfach über das Stempelmotiv drüber und koloriert es. Ich mache das mit ganz lockerer Hand. Das ist ein Vintage-Projekt. Das muss nicht perfekt ausgemalt sein. Das darf aussehen wie ein bisschen ausgeblichen, ein bisschen verschwommen. Das ist völlig erwünscht. Genau. Wenn ihr die Zeit habt, dann macht kurz was anderes, gestaltet den Umschlag oder so, dann kann die braune Tinte einen kleinen Moment länger einziehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man die noch irgendwie verwischt.
wenn man nur einmal kurz drüber geht, verwischt die eigentlich in meiner Erfahrung auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber macht da keine Wissenschaft drüber und fangt an, das mit Schatten oder sowas auszukolorieren. Sonst verhaut euch die Farben. Das verschwimmt dann alles. Das ist Wasser auf Wasser, das geht nicht gut. Da müsst ihr dann Alkoholmarker verwenden, da geht es dann. Oder ihr wartet, bis es komplett trocken ist und dann kann man auch nochmal mit einer zweiten Runde Farbe drüber gehen, wenn man will. Finde ich aber, braucht es hier gar nicht. Weil das ist sowieso mir nur so ein Hintergrundmotiv. Außerdem hat der Stempel schon eine Schattierung eingebaut und wenn ich da einfach drüber koloriere, dann bleibt ja die Schattierung in dem Braun trotzdem vorhanden. Also macht keine Wissenschaft drauf, locker flockig aus der Hand. Das darf nachher vintage-mäßig aussehen. So, und selbst wenn ihr keine Vintage-Karte macht, mag ich das trotzdem, wenn das so ein bisschen schludrig ausgemalt ist. So, und weil wir mit Wasser arbeiten und manchmal sich Farben ein bisschen seltsam verhandeln, fangen die auch an, so leicht kreidig zu werden, so ein bisschen wie die, die Oxides vom Tim Holtz. Bekommen wir hier tatsächlich einen ähnlichen Effekt. So, Waldmoos mache ich nochmal genau das gleiche, gut trocken machen und dann mit dem Waldmoos einfärben, hier ein paar von den Blättern. Was heißt ein paar? Alle von den Blättern anmalen. So. Quick and easy. Gucken, dass der immer schön, oder was heißt schön, relativ trocken ist, eben nicht zu feucht. Sonst verschwimmen eure Farben und es löst die Hintergrundfarbe und die Stempelfarbe an. Und das wollen wir alles nicht. Genau, am besten ist, ihr probiert das einmal aus, ihr übt das einmal, das heißt, ihr stempelt euer Motiv hier drauf, dann stempelt ihr es nochmal auf ein Extrablatt und übt das mal auszumalen, dann bekommt ihr ein Gefühl, wie viel von dem Grün ihr braucht, dass es nicht zu viel wird und zu dunkel wird und damit eure Hintergrundfarbe nicht verschwimmt und so weiter und einmal testet und wenn ihr es getestet habt, dann ist das andere auch so trocken, dass noch weniger verschwimmt. Also macht das ruhig, weil wenn man da mit dem Anfang lieber einmal mehr üben, weil wenn man da am Anfang mit so viel Farbe reingeht, dann wird es schnell dunkel und es sieht dann schnell nicht mehr so gut aus. So, dit ist dit, dann kommt das zur Seite. Auf der Innenseite habe ich nachher was ganz Ähnliches gemacht, nur mit der anderen Blume, die noch in dem Set drin ist. So, und jetzt nehme ich mir mein Lagunenblau und diesen Stempel hier. Und ich stempel den mindestens zweimal, vielleicht nachher sogar dreimal ab. Und setze hier unten, wobei jetzt das hier schon sehr hell ist. Ja, also dann einmal abstempeln. Auf dem weißen Projekt hatte ich gerade eben gemacht, da musste ich zweimal abstempeln, aber hier auf dem Braun einmal abstempeln und den dann noch so dazusetzen, links und rechts und vielleicht einmal so ein bisschen in die Mitte von dem Blumenmotiv. Also nicht ringsrum, Mut zur Lücke, lasst ruhig Platz frei, dann ist das Auge nicht so durcheinander und weiß nicht, wo es hingucken soll, sondern habt ihr zwei ganz klare Fokuspunkte gesetzt. Deswegen, also das wird so ein bisschen das Gestrüpp links und rechts nebendran noch. Sieht super gut aus. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Libelle. Die Libelle ist auch einfach auf so ein Stück gestempelt. Hier ein bisschen Savanne eingefärbt, einfach nur damit es zum Rest passt. So, und dann auch mit dem Lagunenblau die Libelle. Plopp, wunderbar. Und dann nehme ich mir einen kleinen Schwamm in Lagunenblau und dippe den so ein ganz bisschen ein, so nur die Kante, und mal so ein bisschen in den Flügeln rum, dass die mehr zusammenhängen und mehr zur Libelle gehören als einzelner Text, der da so rumschwebt. Wunderbar, das haben wir gemacht. Jetzt muss hier noch was ordentlich gemacht werden. Und zwar ist das jetzt viel zu schön. Ich möchte, dass das noch ein bisschen aufgebrochen wird, Vintage und sowas. Und zwar sind in dem Set noch ganz viele andere Stempel. Wir haben hier so einen Texturstempel. Den könnte man zum Beispiel einfach mal so hinknallen. Vielleicht auch abgestempelt, dann ist der nicht so ganz so aufdringlich. Einfach mal so quer durch. Also jetzt hier Mut zur Collage, Mut die Dinge übereinander zu setzen. Ich stempel die alle in Savanne und die allermeisten Motive stempel ich einmal ab. Aber nicht ganz alle. Hier ist so ein Tapetenhintergrund-Dings, das gefällt mir gut in nicht abgestempelt, dass das ein bisschen rausknallt. Dafür haben wir hier jetzt so ein Und. Das wird auf jeden Fall abgestempelt und dann sieht man auch gar nicht so genau, was es eigentlich ist. Man sieht nur, ja, hier ist halt irgendwas und es gibt dem Ganzen Textur. Das mag ich sehr gerne. Und wir haben noch so ein Etikett. Auch das kann man abstempeln und noch irgendwo reinmachen. Da ist viel Weiß auf dem Stempel mit drauf. Das heißt, das eignet sich gut, um das vom Motiv runterfließen zu lassen in den Negativraum rein. So,
Und ich glaube, das sind soweit die Stempel, die ich hatte. Nee, war gelogen. Ich habe noch ein Set benutzt, ein weiteres. Und zwar Of Art and Texture. Da sind ganz viele so Texturen drin, wie die ganz toll zum Vintage-Basteln sind. Das ist übrigens ein Set aus den Online-Exklusiven. Deswegen habt ihr es vielleicht noch nicht gesehen. Das ist nicht im Katalog, sondern das kann man nur online einsehen. Aber ihr könnt es trotzdem bestellen auf allen anderen Bestellarten. Und dort habe ich auch einige Stempel aus dem Set verwendet. Unter anderem haben wir da zum Beispiel so ein Splotchy drin. Da wisst ihr, die mag ich sowieso. Und auch die stempel ich einmal ab. Und die gehen jetzt tatsächlich auch bis in die Mitte in den Negativraum. Der bricht einfach nur so ein bisschen dieses Gleichmäßige im Hintergrund auf und macht das noch ein bisschen unebener. Also ich habe trotzdem eine klare Trennung drin, aber die gehen weiter rein. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn, was ich da erzähle. So, das kann auch zur Seite. Wir haben noch ein Etikett, was wir gestalten müssen. Und auch dort gehe ich erstmal her und mache alles in den Savanne. Und ich gehe auch, glaube ich, her mit dem Pekanuss und mache nochmal so ein bisschen um den Rand. Pekanuss. So. Und ich habe noch ein drittes Set benutzt, einfach nur, weil in den anderen beiden Sets keine Sprüche drin sind und auch keine Rahmen. Hexagone von Herzen. Dort ist dieser Rahmen drin. Ihr könnt auch den leichteren nehmen und der passt eben zur passenden Handstanze. Ich setze es euch mal als Produktpaket hier unten rein. Genau, ich habe den Rahmen genommen und dann einfach einen der Sprüche, aber da dürft ihr natürlich, was auch immer euer Herz begehrt, reinsetzen. So, und der wird gestempelt in Espresso. Der Rahmen. Volle Kanne einfach drauf. Wunderbar. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen verschmiert in Espresso. Und da ist wichtig, dass ihr erst den Hintergrund macht und dann drauf rumschmiert. Sonst, wenn ihr dann nachher das Hellbraun drüber schmiert, dann verschmiert sich so ein bisschen die Stempeltinte, weil die noch nicht zu 100% eingezogen und trocken ist. Und das kann sein, dass man die dann nachher sieht, dass es so ein bisschen ausgeblutet ist und dass das in der Mitte dunkler ist, als ihr eigentlich wolltet. Und das ist nicht so schön. Deswegen wartet mit dem Stempeln, bis ihr den Hintergrund geblendet habt und dann den Stempel drüber und dann könnt ihr auch das Dunkelbraun drüber machen, das ist dann egal. Aber sonst zieht sich die Farbe so in die Mitte rein, da wo ihr es nicht haben wollt. Ihr könnt natürlich auch stempeln und es dann einfach erstmal ein bisschen trocknen lassen, wenn ihr die Zeit habt und nicht so ungeduldig seid wie ich. So, Spruch, wie gesagt, ist wurscht, ihr sucht euch was aus. Ich schicke dir eine Umarmung aus Papier, einfach dem nächsten Menschen, der es ein bisschen schlechter geht, der kriegt diese Karte von mir geschickt. Aber ihr nehmt da was auch immer ihr braucht. Und dann stanze ich das einmal aus. So. Das ist eine sehr coole Etikettform. Da sieht man, ich habe auf der Rückseite, das war der erste Prototyp der silbernen Karte. Ist aber nichts geworden. Papier recycelt. So, das hier müssen wir leider ausschneiden. Ich bin ja nicht so der Ausschneide-Fan. Aber geht trotzdem, geht auch super schnell, weil es ein einfaches Motiv. Bei der Libelle gehe ich gern weit zwischen die Flügel rein, dass man sieht, dass es zwei einzelne Flügel sind und nicht irgendwas Großes, was die sich zwischengeklemmt hat und weggeflogen ist. So, hinten beim Körper gerne den Rand ein bisschen breiter lassen, dann hebt er sich nachher besser ab vom Hintergrund und geht nicht so verloren. Und bei den Flügeln halte ich es dann wieder etwas dezenter. Wie gesagt, hier einmal weit rein und dann wieder raus. So, und dann hier einmal über den Kopf drüber geschnitten oder sowas. Das ist dann wurscht, wie ihr es gern hättet. So, das muss ich nur noch ein bisschen gleichmäßiger machen. Super. So, Libelle. Ihr könntet auch das Blümchen nehmen aus dem Set. Ich hole es nochmal. Dieser ist der einzige Stempel, den ich nicht benutzt habe. Und der passt in eine Handstanze, die von diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da sind so drei Blüten drin. Ich habe die gar nicht. Da könnte man auch schön einen Akzent machen. Wir machen hier nochmal die Libelle. Aber da könnte man genauso natürlich zwei von diesen Blümchen so leicht übereinander setzen. Oder, was auch immer euch glücklich macht. So, auch hier wird in Savanne abgestempelt. Dieser Spruch, diese Flushies reingesetzt, damit die den Hintergrund wieder so ein bisschen unebener machen. Das ist mir sonst alles zu glatt für eine Vintage-Karte. Du kriegst auch nochmal hier, bitteschön. Gut.
Eine letzte Sache haben wir noch, und zwar das Band, was oben drüber läuft. Das ist dieser 2,5 cm Streifen. Das ist nämlich gar kein echtes Band, das stempeln wir jetzt zusammen. Nummer 1 ist dieser Texturstempel, der ist auch aus dem Detailed Dogwood Set in Lagunenblau. Und der reicht auch aus, dass man den da einmal drüber stempeln kann. Plopp. Und plopp. Wunderbar. Ist ein bisschen schief, aber das macht gar nichts für ein Vintage-Projekt. Da kann man gar nichts falsch machen. Deswegen mag ich das so. So, jetzt gehe ich hier mit Lagunenblau und koloriere mir das einmal alles gut durch. Und auch da könnte man auf Lagunenblau starten, mache ich aber nicht, weil wenn ich von Weiß starte, dann habe ich mehr Freiheiten, Fremdfarben reinzumischen, und ich kann dieses Lagunenblau, das wird dann auch deutlich unregelmäßiger, als ich es sonst hinbekommen hätte. Und dann sieht es einfach noch mehr nach Vintage aus. Denn auch dort gehen wir her und machen mit Savanne noch rein, weil auch das ist so ein bisschen ein angedreckigtes Vintage-Band. Und überall, wo jetzt noch Freiräume sind, wird so ein bisschen von der Farbe reingeschmiert. Und dann bettet sich das einfach besser mit in die Gesamtkomposition der Karte ein. Denn auch das nicht so ganz sauber aussieht. Wobei nicht so ganz sauber eine maßlose Untertreibung ist. So. Und zu guter Letzt kommt dann noch ein Texturstempel drüber, dass es auch richtig aussieht wie ein Band. Und zwar dieser hier, der an der Seite. Den habe ich hier. Den machen wir auch in Lagunenblau und ich glaube, den stempel ich ab. Das war nämlich auf einem anderen Projekt zu dolle. Da habe ich den nicht abgestempelt. Ja, sieht schon viel besser aus. So. Und dann haben wir hier nämlich eine ordentliche, so ein bisschen eine krisselige Textur, und damit sieht es schon mehr aus wie ein Band. Wenn man die alleine, zum Beispiel die nicht abgestempelt auf Lagunenblau aufmacht, das würde auch schon reichen, aber ich mag das hier so ein bisschen mehr. Juti! Jetzt haben wir alle diese Motive für die eigentliche Kartenfront fertig. Jetzt bleibt eigentlich nur noch, die Kartenauflagen selber noch ein bisschen zu bestempeln. Und da können wir auch schon zusammensetzen. Ich nehme hier ein Malve nochmal und habe hier die Auflage in Malve. Die kommt ja direkt da drunter, und dort nehme ich einen Texturstempel aus dem Set, nämlich diesen großen hier unten, und baller den einmal komplett um den Rand. Weil auch dieser Rand ist mir zu gleich mäßig für eine Vintage-Karte, und deswegen wird hier einmal ordentlich, vielleicht auch am besten einmal abgestempelt. Ja, es sieht besser aus. Kommt um den rum einfach so ein bisschen Textur. Hauptsache, es guckt überall unterm Rand was raus, das eben nicht so gleichmäßig aussieht, sondern ein bisschen angedreckigt. So, ja, besser. Wobei, ich mache es lieber auf der Rückseite nochmal. Da haben wir den Verpatzer ja nicht. Von dieser Kartenlage hier sieht man jetzt nicht so viel. Ja, nur 3 mm insgesamt. Das heißt, wenn ihr wollt, hättet ihr auch in der Mitte was rausschneiden können. Dann verschwendet euch das Papier nicht. Ich finde das okay, weil so teuer ist der Farbkarton nicht. Und mein Projekt wird danach einfach viel stabiler dadurch. Und ich mag das sehr gerne. Außerdem habe ich jetzt keine Stelle, wo ich das akut auf diesem Projekt benutzen kann. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, das unterzukleben. Aber wenn ihr da gerne noch was sparen wollt, dann könnt ihr auch einfach zum Beispiel das Grundweiß hell, also mit dem wir auch das gearbeitet haben, oder mit Vanille, könnt ihr auch einfach die Lage zuschneiden und die mit dem Schwämmchen über Sponge und so, wie wir es hier gemacht haben. Könnt ihr auch machen. Und das Grundweiß ist ein kleines bisschen günstiger als der Farbkarton, der bunte. Ich war früher sogar so, ich habe da Kopierpapier genutzt und das eingefärbt, wenn man nur so ein Pupsi gesehen hat, weil das fast nicht auffällt. Das kann man für den Anfang auch machen, aber die Farbe kommt auf Kopierpapier einfach nicht so gut raus wie auf einem richtigen, gescheiten Stempel- und Färbpapier. Also das kann ich nicht empfehlen im Nachhinein. Aber wenn ihr sehr knapp bei Kasse seid oder ähnliches, dann geht das natürlich auch, gar keine Frage. So, und hier stempel ich auch, dann stempel ich mit Malve, hätte man auch ein Espresso machen können, aber auf dem Braun sieht man sowieso nicht so viel einen Unterschied. Und dann kommt das da drüber und dann hat man nämlich auch überall diese etwas angegrabbelte Textur. Wunderbar, dann können wir, glaube ich, alles zusammenkleben, das ist es. Also ihr seht, es ist viel Kreativarbeit. Ich sollte an dieser Stelle mal die Kategorien sagen, das habe ich natürlich wieder vergessen. Es ist ein Künstlerlevel von ganz klar 3 hier auf diesem Fall, in diesem Projekt. Und Budget und Technik ist beides 1, weil ich habe hier kaum was vernutzt, keine Pflanzformen, nur was auch immer ihr wollt. Irgendeine Mischung von Stempeln könnt ihr euch aus dem Bastelregal auch einfach raussuchen, die ihr habt.
Und jo, ist auch keine interaktive Karte, also super easy das Projekt. So, jetzt wird alles zusammengeklebt. Wo ist mein Flüssigkleber? Hier. Starten wir mal, das auf das Malwischstück zu kleben. Vintage lebt übrigens davon, finde ich, dass man das richtig dreckig machen darf und es darf dann auch so ein bisschen schäbig aussehen, aber die Gesamtkomposition muss immer noch Stil und Klasse haben. Das bedeutet, ich benutze hier diese Lage, das gibt einem Projekt viel, das habt ihr vielleicht auch schon mal in euren Bastelanfängen gelernt. Wenn man diese Lagen macht, dann sieht das einfach ziemlich gut aus, im Vergleich dazu, wenn wir jetzt diese lila Lage nicht hätten. Und deswegen, das sind alles Schritte, die ich auf jeden Fall mache und die meinem Projekt gut tun. Und dann kann ich nämlich drauf rumsauen, wie ich will. Und es sieht trotzdem nicht aus, als hätte ich das einfach nicht gekonnt, so aus der Mülltonne gefischt, sondern wie als hätte ich da echt viel Arbeit und Liebe reingesteckt, was ich ja auch habe. Aber das kommt nur zur Geltung, wenn ihr euch mit der Komposition trotzdem anstrengt und das gut macht. Und dann kann das eigentliche Motiv auch total schmutzig und dreckig aussehen und sieht nicht schäbig aus. So, hier kommt noch ein Band drauf und zwar in Malve haben wir, in den Incolor-Farben haben wir dieses Band. Das passt hier wunderbar dazu. Ich baue hier jetzt noch ein echtes Band ein, weil ich die Textur von Bändern sehr, sehr mag. Jetzt kann man überlegen, ob es genau zentriert oder so ein kleines bisschen nach unten machen. Ich glaube, ich gehe ein bisschen nach unten, um das mal auszuprobieren. Also ich mag die Textur, deswegen baue ich hier ein echtes Band ein. Ihr könntet natürlich auch nochmal ein zweites faken mit einem ähnlichen Konzept. Zum Beispiel jetzt einfach einen Malve-Farbkarton nehmen und dann hier diesen Stempel in Malve drüber hauen, so wie ich es vorhin gesagt habe. Dann habt ihr zwei unterschiedlich ausschauende Bänder, obwohl ihr gar kein echtes Band benutzt habt. Weil auch die sind ja nicht so super günstig. Aber der Vorteil von dem echten Band ist halt einfach, das macht unglaublich viel her von der Textur. Und das ist dann ziemlich cool. So, jetzt gehe ich hier auf die Rückseite. Ich merke gerade, meine Klebestreifen waren viel zu groß. Und biege das Band hier einfach um, wenn ich das noch abgezogen bekomme. Plopp, 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 plopp. Jetzt komm, nicht rumzicken hier. So, das wird hintergefaltet. Und das wird auch hintergefaltet. Schnapp. Da gehe ich gleich noch hin mit dem Feuerzeug und gucke, dass mir das hier nicht ausfranst. Das liegt nur gerade wo auch immer. So, und dann haben wir jetzt hier diesen Streifen. Und der wird da drauf geklebt. Mit der Menschnitz habe ich das, glaube ich, gemacht. Ziemlich sicher sogar. Und wenn nicht, dann machen wir es jetzt mit der Menschnitz. Weil ich mag das. Wenn das ein bisschen plastisch ist. So, die beiden hebe ich mir aber, glaube ich, auch für das Etikett. Eins, zwei. Und hier noch den Pupsi in die Mitte. Sehr gut, der Bogen ist fertig. Eins, zwei, drei. Und dann können wir hier noch ansetzen. Eins, zwei, drei, vier. Nämlich eins hier an die Kante, eins da an die Kante und noch zwei in die Mitte, dass es nicht durchbiegt. Auch nicht, wenn man es in der Post verschickt. Eins, zwei, wunderbar. Gut, das kommt also hier hin. Auch das setze ich nicht zentriert, sondern ein kleines Stückchen weiter runter. Das sieht, finde ich, harmonischer aus. Könnt ihr aber machen, wie ihr möchtet. Und dann kommt da unser Etikett. Das ist jetzt mittig auf dem Band. Und in der Links-Rechts-Achse natürlich auf dem goldenen Schnitt. Ist ja klar. So, und dann fehlt nur noch unser kleines Libellchen. Ich biege Flügel und Blütenblätter immer gerne nach unten. Denn wenn ich die jetzt in der Mitte aufklebe, dann biegen sich die Flügel einmal hoch und dann runter. Und das mag ich noch mehr, als wenn die einfach nur nach oben gehen. So, das wird aber jetzt hier knapp mit dem Spruch, das da noch drauf zu setzen. Also setze ich es, glaube ich, hier direkt an die Kante. Und dann nehme ich mal Dimensionals, und zwar zwei Stück übereinander. In der Hoffnung, das reicht schon. Rein rechnerisch tut es das, aber da ist ja noch Papier und Band dazwischen. Aber das wird schon. Das passt schon. Gut.
Und dann haben wir hier noch unsere Libelle. Wie gesagt, da könnt ihr auch was auch immer ihr wollt draufsetzen. Ein kleines Blümchen oder was auch immer ihr möchtet. Ihr könnt noch Steinchen verteilen, wenn ihr wollt. Ich würde hier unten oder da oben noch ein bisschen in diese Kurve hier was reinsetzen, wenn ihr Bock habt. Aber ich lasse es jetzt einfach mal genauso, wie es ist. Ich habe auch schon eine Innenseite vorbereitet. Die ist mit genau den gleichen Techniken gemacht, wie wir sie vorher schon hatten. Ich habe nur keine Lage in Malve extra nochmal untergeklebt, sondern habe einfach das Malve in den Rand reingeblendet. Und so haben wir die Illusion von so einer Kartenlage, ohne tatsächlich eine zu benutzen. Das ist aber was, das würde ich nur auf der Innenseite machen und eben nicht außen. Da kommen wir wieder an dieses gewollt und nicht gekonnt. Und an dieses sieht wirklich gut aus. So, und da habe ich eben noch das letzte Blümchen aus dem Set benutzt und dann haben wir auch alle durch. Vielleicht muss ich da innen auch nochmal was drüber schmieren in dem Braun. Ich wollte es aber eher heller halten, dass man da schön reinschreiben kann. Gut, das ist dieses Projekt. Und dann zeige ich euch nochmal das in Silber. Das ist hier drüben. Der Aufbau der Karte ist exakt der gleiche. Ich habe nur diese ganzen Texturstempel weggelassen, weil die natürlich typisch Vintage sind. Das will ich hier drüben nicht haben. Ich habe aber trotzdem diesen hier im Hintergrund gesetzt, aber irgendwie zweimal abgestempelt. Ich habe das Malve komplett rausgeschmissen und überall nur das Lagunenblau benutzt. Und ich habe als kleine Akzentfarbe noch ein bisschen Limette eingearbeitet hier in die Blätter von den Pflanzen. Aber ansonsten ist die genau gleich gemacht. Die Kartenbasis ist in Grau. Es geht also von Grau auf Lagunenblau auf Weiß. Die Blümchen sind in Silber embossed, genau wie der Rahmen von dem Spruch. Und hier habe ich zwei Bänder übereinander gesetzt. Ein breites Weißes und ein dünneres in dem Lagunenblau. Genau. Ihr könnt gerne unten mal reinschreiben, welche euch besser gefällt. Seid ihr eher Team Vintage oder eher Team Weiß elegant? Und ansonsten hoffe ich, die Leute, die gerne Vintage machen, haben was mitgenommen. Es ist ganz einfach, ihr müsst einfach nur ein bisschen rumexperimentieren und alle diese Collagenstempel übereinander hauen. Da kann man nichts falsch machen. Jo. Und wenn ihr es nachbastelt, schickt mir unbedingt Bilder auf Instagram, per Mail oder auch per WhatsApp. Gerne mit anderen Farben, Stempeln, Motiven, was auch immer. Ich freue mich immer über eure Projekte. Und wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.